Woodland Games. Team 17. F-Mod. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, so wie ich es mitbekommen habe, gruseligen Let's Play namens Autopsy Simulator. Es soll eine Mischung aus Horrorelementen und aus einem typischen Simulatorspiel sein. Ich habe mich nicht spoilern lassen, ich habe nur mal kurz reingeguckt, wie das so ein bisschen grafisch aussieht und so weiter. Es ist auch gerade relativ frisch rausgekommen, ich glaube diesen Monat noch. Ich hoffe, das möchte ich vorweg sagen, dass meine Stimme das mitmacht. Sollte ich vielleicht irgendwo mal Unterbrechungen haben oder mal kurz was trinken müssen, dann schneide ich das Ganze natürlich raus, nur dass ihr Bescheid wisst, weil mich hat es im Moment ziemlich erwischt. Ich bin relativ heiser immer wieder zwischendurch und die Stimme knickt ab und naja. Aber ich möchte natürlich trotzdem die Sachen weiter aufnehmen, deswegen werden wir jetzt erstmal ein neues Spiel starten, wenn ich denn herausgefunden habe, wie... clever. Prolog. Office of the Medical Examiner, Beatsville. Dr. Jack Hammond is speaking. How can I help you? Good evening, this is Kate Brooks. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you, but you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note for me. I would like us to discuss the topic of... I thought I had made it painfully obvious. For the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife! Damn journalists. They don't let me work. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. I'm feeling completely broken. Where did I leave my meds this time? Okay, also wir scheinen gerade ziemlich am Ende zu sein. Wir sind Raucher, offenbar auch Trinker. Kann man hier irgendwas sehen? Kann man in die Hocke gehen? Nee. Woodlands auf jeden Fall. Ja, ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wir haben ja auch noch Medikamente stehen, so wie es aussieht. Nachrichtenjäger, lies die Notiz des Journalisten. Okay. Moment, erst lesen. Hallo, hier ist Kate Brooks, eine Reporterin der New Orleans Weekly. Ich konnte sie zu Hause nicht antreffen. Langsam habe ich den Verdacht, dass sie mir aus dem Weg gehen, Mr. Hanman. Wie dem auch sei, wie Sie wissen, würden wir gerne einen Artikel über die Leistungen Ihrer Frau schreiben. Wir würden uns freuen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Zusammen mit dieser Notiz hinterlasse ich auch meine Visitenkarte. Ich werde Sie heute Abend anrufen. Ich hoffe, Sie zu Hause oder im Büro anzutreffen. Mit freundlichen Grüßen, Kay Brooks. Erstmal schaut es doch ganz gut aus. Da kann ich scheinbar nichts mitmachen. Können wir nicht nehmen. Können wir auch nicht nehmen. Das sieht ja geil aus, wenn ich mich hier bewege. Da ist doch... Ah, Jack Daniels. So, so. Da unten komme ich nicht ran, aber ich kann mich auch irgendwie nicht hocken. Kann ich in die Hocke gehen oder ähnliches? Okay, hier ist... Nee, das ist Kaugummi, das ist gar kein USB-Stick. Können wir da irgendwas öffnen? Weiß ich nicht. Awful. It would be good to finally repair the coffee machine. Oh, nichts ist schlimmer als schlechter Kaffee. Wednesday. It's not my favorite day. Although it's certainly better than Monday. Ja, das ist richtig. I guess it was in another life. Okay. Also anscheinend trügt mich mein Gefühl nicht. Ich vermute nämlich, dass die Frau nicht mehr lebt. Oder die haben sich getrennt oder ähnliches. Also, dass die zwar noch verheiratet sind, aber sich getrennt haben. Er liebt sie auf jeden Fall offenbar noch, weil er hat immer noch ein Bild von ihr da. It won't be needed for the next few months. Ja, super. Und warum ist er dann an?
Stephen didn't clean up after himself again. Ach, das sind gar nicht unsere Zigaretten. Ist das denn unser Alkohol? Das würde ich jetzt schon gerne mal wissen. They definitely pay me too little for this. Ich weiß gar nicht. Ich habe immer gedacht, wenn man Autopsien macht, dann wird man eigentlich recht gut bezahlt dafür, weil das ja sicher nicht viele Leute machen wollen. Not very comfortable, but suitable for night shifts. Und man muss natürlich dementsprechend medizinische Vorkenntnisse auch mitbringen, beziehungsweise Ausbildung. Kann ich da... Warum leuchtet das? Ist das nur ein Grafikfehler? Medical University Diploma. I didn't know then that I would prefer corpses to living people. Pathology. How to combine the hands of a surgeon, the passion for a good mystery, and an exceptionally strong stomach. Mit außergewöhnlich starkem Magen, naja. Achso, das ist das da drunter, da ist nichts drin. Also ja, ich weiß, ich soll ins Bad gehen, aber ihr wisst ja, wie das bei mir immer abläuft. Ich durchsuche erstmal alles, ich untersuche erstmal alles. Also quasi richtig für eine Autopsie. Wobei man da wahrscheinlich, ja doch, untersuchen natürlich auch. Wir werden ja auch rausfinden müssen, ob jemand ermordet worden ist oder ähnliches, nehme ich mal an. Wieso kann man das hier nicht machen? How to break out of this Weiklus? Oder was steht da? Cycle. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Oder? Irgendwas hat der mir doch gerade... Archives. Just as lifeless as the corpse is their concern. Na gut, da scheint man nichts drin machen zu können. Analyse von tierischen... Das heißt nochmal Traces in der Forensik. Also wahrscheinlich tierische, ich komme gerade nicht auf das deutsche Wort, wenn man Maden und so weiter findet. Ich denke mal, das wird das wohl sein. Dass man damit bestimmen kann, wie lange jemand schon tot ist und so weiter. Hmm. Another kidnapping this month. Das, ich wollte gerade sagen, das Licht ist doch an, weil das ist hier überall so dunkel. 5 vor 10. Ich hoffe, es ist noch früh am Morgen und nicht irgendwie spät abends. Aua. So, Moment. Schau im Bad nach deinen Tabletten. Wenn mir jetzt jemand sagt, in welche Richtung das Bad ist, ist alles okay. Achso, Bad. Sag mir das doch einer. Okay. Hier soll ich nach meinen Tabletten suchen. Oh mein Gott. Okay. Okay. Time to pull myself together. And get back to work. Ja, ihr Kleinen. Das ist natürlich clever. Wenn man verhindern möchte, dass man das wie die Großen macht und sein eigenes Spiegelbild zeigt, dann macht man natürlich den Spiegel kaputt. Sollen wir nochmal welche nehmen? Ich weiß nicht. My pills. Not looking to overdose. Ja, ich weiß ja nicht, was das für welche sind, aber ich dachte, man könnte die sich vielleicht nochmal angucken oder so. Was zur Hölle ist denn hier los? Läuft hier das Wasser rum oder was? Ach du Schande. Na gut, lassen wir erstmal. I need to set the camera first. Aus dem Lagerraum. Storage hier. This Kamera. Place is starting to look like a hoarder's dream, rather than a storage room. Sind wir hier irgendwie gerade erst eingezogen oder was? Ich meine, das sieht mir hier doch extremst renovierungsbedürftig aus. Die Kamera hätte ich jetzt nicht gesehen, weil die so extrem hervorgehoben ist. Nein, aber ich finde es gut, dass sie das hervorgehoben haben. Immerhin sollte man sie dann nicht übersehen, aber ich würde mich gerne mal kurz umgucken. Weil das sieht alles so aus, ja, wie eine Rumpelkammer, als ob wir jetzt hier... Gerade erst, können wir das anmachen? Nein? Als ob wir gerade erst hier eingezogen sind, alles reingestellt haben. Now remember, Jack. Don't forget, hit the record button this time. Ah, okay. Keine Fotokamera. Ich dachte, dass die Leiche noch fotografiert werden soll. Im Sezierraum. Moment, out of order. Hier steht gar nichts. Können wir hier raus? Dann ist das Spiel zu Ende. Dann kann ich sagen, hey, das war die Demo. Oder so. Das ist irgendwie eine sehr seltsame Art und Weise. Hier kommen wir auch nicht rein, oder? Oh,
Doch, da kommen wir rein. Moment, was haben wir denn hier? Out of order, Labor. Ach, da kommen wir bestimmt später rein, the oder? Word is, the lab will be open tomorrow. Ja, morgen wieder geöffnet. Ah, clever. Tripod is going to hold up. So kann man natürlich auch dafür sorgen. Die, ich dachte gerade, die wären kaputt. Ach, da liegt unsere... Ach, das ist zensiert, die Nacktheit. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt hier so komisch? Okay, ja, das habe ich jetzt natürlich extra für die Aufnahme auf zensiert geklickt. Was übrigens standardmäßig auch schon drin war. Also ich habe es gelassen, nicht geklickt. Finde ich aber gut. Sonst würde YouTube streiken. Richte die Kamera auf den Leichnam und beginne mit der Aufnahme. Würde ich gerne. Wie mache ich... Achso. This should be fine. November 20th, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. This autopsy is conducted by Jack Handman. Hello, everyone. Welcome to the autopsy room. Today, you will have the dubious pleasure of following a full autopsy, step by step. For those of you who have already performed your first autopsy, this will refresh your basic knowledge. In turn, for those whose knowledge is only theoretical, I advise not to watch this after a meal. Okay, das war meine schöne Einleitung. Wirf einen Blick auf die Tafel. Habe ich gerade. Das war doch die hier, oder? Weil die war ja so hervorgehoben. Ah. Let's start. Okay. Erkläre den... Ach, deswegen die Kamera. Erkläre den Studierenden, was in diesem Beruf wichtig ist. Ich dachte jetzt, das wäre wegen der Autopsie, weil das irgendwas, ne, für die Polizei ist oder so, man das nachweisen muss. Ich glaube, da muss sowieso immer noch ein zweiter dabei sein, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Always wear an apron, mask and gloves. Goggles are a must when the job is splashy. And in case of sharp accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true that you won't get ptomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, you may end up with diarrhea. The cadaver is placed on its back on the autopsy table. The pathologist stands on the right of the deceased. Make sure that all the necessary tools are always at hand, so that you don't have to run around looking for something, like I do all the time. Ach, das ist tatsächlich so eine Vorgabe, dass man auf der Seite stehen muss. Also ich weiß, dass die das in Filmen und so weiter, dass die immer auf der Seite gestanden haben, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe aber ja eigentlich nie drüber nachgedacht, weil ich immer nur gedacht habe, die stehen natürlich auf der Seite, wo die Kamera gerade nicht ist. Logischerweise, damit man mehr sieht. In the process of revealing and securing forensic evidence, it is difficult not to interfere with the original condition of the deceased. Written and photographic documentation plays a vital role throughout the entire examination process. Das ist nämlich das, was ich am Anfang meinte, dass ich dachte, dass er die Fotokamera holt, weil das ist tatsächlich zur Dokumentation dann gedacht für die Polizei. During your research, be patient, inquisitive, but above all, attentive to detail. Many entries are visible at first glance, but sometimes they can be cover for more interesting stories. And lastly, remember that nothing teaches you self-narration like working with the dead. So get used to that fact soon. Everyone will think you're talking to yourself. Ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen. Now onto the police folder. That will contain all sorts of pertinent information as to who the deceased might be and what potentially happened to them. So, let's take a closer look, shall we? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die ist. Die Information der Polizeiakte ansehen. Aber... Donuts! Ehrlich gesagt, ich selber mag gar keine Donuts. Die sind mir einfach zu trocken. Hallo, gibt es denn hier auch irgendwo eine Polizeiakte? Normalerweise liegt die doch bei... Ich wollte gerade sagen, normalerweise liegt die doch irgendwo beim Toten. Element auswählen. The deceased's name is Tobias Chambers, locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple of years. The deceased was found on the outskirts of a parking lot at a gas station, where he often begged and persistently offered drivers to wash their car windows. Mhm. Kann man hier drunter? Kann man nicht, ne? The body was noticed by a station employee during the morning shift.
Initially, he thought that someone had thrown some boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize the pile of clothes as the body of a man. He worked most of his life at the local port dealing with unloaded cargo. He was fired for being drunk and starting fights. His son runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Signs of libation were found around the body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Okay. Klingt für mich jetzt aber nicht nach Selbstmord. Also wenn er eine Decke da hatte, würde ich eher sagen, also er hat ja auch gebettelt, haben die gesagt. Das heißt, er hat auch dementsprechend natürlich auf der Straße gelebt. Alkoholkonsum, ja, ist da leider auch sehr weit verbreitet. Einfach für diesen kurzen Kick in Anführungszeichen, dass man mal alles vergisst. Ne, mit der Scheißsituation. Es ist noch nicht mal dieses Wärmen, sondern dieses Vergessen eher, so wie mir gesagt worden ist. Aber der Versuch, kann natürlich sein, dass er versucht hat, ein Feuer zu machen. Das weiß ich nicht. Wie das ist es? Moment, ich konnte doch gerade noch Seite wechseln. Ach so, dann nimmt er die alle eins. Ah, ich dachte, der wechselt die Seite von der Akte. Okay. It's worth remembering the context around the scene of a death. This allows you to better interpret any traces found on the body. I shouldn't start the procedure without gloves. Schutzhandschuhe. Now it's our turn to take some pictures for our files. If I can just remember where I left the camera. It's in here somewhere. Aha! There you are. I knew it was here somewhere. Ja. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Ich konnte diesen leuchtenden Balken bereits durch die Schublade hindurch sehen. Finde ich aber gut, dass man da nicht stundenlang suchen muss. Beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived in. We begin with a full body photo. Try and stick to the top-down rule, but this is not always possible. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Das heißt jetzt, also Fotos machen ist klar, aber das heißt jetzt, was genau muss ich fotografieren? Die Verletzung oder den ganzen Körper? Zoom. Oh, ich darf kein Foto aufnehmen. Wieso darf ich kein Foto aufnehmen? Hallo? Ach so, mache ein allgemeines Foto. Da steht's doch. Ich bin ja auch doof. Moment. Darf nur gerade nicht. Jetzt. Voilà. Now we move on to the next step. Looking for traces. Take your time. Look at the corpse from different sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking for anything out of the ordinary. Okay. Warum wird das nicht weiß? Some wounds in the feet and signs of frostbite, probably because the subject's shoes were too small. Erfrierungen, okay. Wieso darf ich das mit den Knien nicht fotografieren? Er hat aus den Augen geblutet. A boiler-healed wound. Looks old. I'll take a closer look later. Okay, schlecht verheilte Wunde. Ich will die Knie haben, die so grün und blau sind, Mann. Moment, was war das? Schwarze Finger. Hardened hands, worn out by physical work and frostbite. Ah, die Wunde am Kopf, okay. Nehmen wir natürlich von einer anderen Position aus auf. Nein, zu nah dran. Nee, jetzt sag mir nicht, der will die Position jetzt nicht mehr. Hä? Hallo? Hä? Der hat doch gerade noch die Wunde am Kopf haben wollen.
Bin ich doof? So, jetzt. That's something interesting. It will be necessary to check whether this injury was severe enough to cause damage to the brain. In a moment, we will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, I need to write down some basic data. Ja, und wo rein? Eigentlich in... Nee, das ist die Polizeiakte. Befestige Fotos... Achso, an der Fototafel. Fototafel? Da. Führe die Obduktion durch. Muss ich jetzt erst was anklicken hier, oder? Scalpel, Scissors, Syringe, Magnifying Glass, Knife. I guess I forgot to clean the knife. Ja, könnte sein, ja. So, die Frage ist jetzt, wie machen... Oder ist das schon... Achso. Personal information. The deceased was unclothed. Date. Okay. As you can see, I note everything down on previously prepared forms. Every pathologist must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Mit der Lupe. Werkzeuge, Tab, Lupe. Which spot first? I can confirm the presence of ecchymosis on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, which I can clearly smell. And this was an accident just waiting to happen. Okay. Here we can see frostbite on the fingertips. We can tell by the characteristic skin color. It looks like a burn mark. No doubt painful, but it's not pertinent for this case. Ja, es sieht doch aus wie eine alte Wunde. Allerdings sehr, sehr schlecht drum gekümmert worden. Definitely a painful mix of frostbite, abrasions and blisters. Old Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. That's if he wore any at all. So far, there are a lot of superficial wounds, but only one serious injury to the head. Let's go back to our notes. An der Puppe auf dem Klemmbrett. First, I mark the location of the entries and make notes for each one. So, the head wound. Definitely an important clue. This is something we'll investigate first. We're not in frost season yet, but high humidity, wind, and the inability to warm up can also be causes of frostbite. If Toby's body was cold for a prolonged period, the frostbite could have resulted from the body's defense reaction. The safety of the internal organs is more important than fingers, nose, or ears. Even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. As you can see, we don't have much to go on. Let's write down what preliminary causes of death we can think of. Aktionen? Mögliche Todesursachen. Muss ich dann drauf klicken? Schaffen wir der Wunde Erfrierungen und Wunden, die durch das Tragen zu kleiner Schuhe verursacht wurden. Erfrieren an den Fingerspitzen. Considering the conditions in which he slept, his body may have become hypothermic. Ja. Wäre jetzt mein zweiter Gedanke. Mein erster war natürlich die ganzen Verletzungen, die er hatte. Various types of accidents are a common cause of death among the homeless and the elderly. Perhaps old Toby slipped and accidentally hit his head. Können wir da echt noch mehr machen? Also ich weiß nicht, die schlecht verheilte Wunde, die dürfte eigentlich nicht dazu führen, dass er... das war die Erfrierung und Wunden. The nights have been particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. Ich dachte, er schreibt es jetzt noch mit dazu. This is of no interest to us. Since the deceased clearly smelled of alcohol, I'll add alcohol poisoning to our list.
Okay, also Alkohol hat er jetzt so geschlussfolgert. Lege das Klemmbrett ab und fahre mit der Autopsie. We still have one thing left from the basics. Rigor mortis. Führe die Rigor Mortis-Untersuchung durch. Woher soll ich jetzt wissen, was das ist? Moment. Well, we take our deceased by the hand. Gradually we raise it. Ist es zu hoch? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt nach oben kommen oder nicht? Now let it go. As you can see, the hand falls loose. What's the conclusion? Death must have occurred more than 72 hours ago. The police information appears correct. Muss ich das noch mit aufschreiben? Nee, ne? Todesursache, Todesart. Head trauma seems the most promising, so we'll start there. For this, I need an oscillating saw. Also, jetzt kann ich mich bewegen. Ja, wo kriege ich die Säge her? Ich habe doch irgendwo... Hier waren Sachen. Aber keine richtige Säge. Das ist, um das Blut abfließen zu lassen. Scalpel, Scissors. Ja, ja, ja. Ja. Alles ist ja so schön markiert, aber die Säge nicht, oder wie? Was sind das eigentlich? I wasn't sure it would amount to anything, but the World Wide Web has been a blessing for speeding up my work. A considerable collection. Ja. Mag sein, das bringt uns aber nicht weiter in Bezug darauf, dass wir eine Säge brauchen. Die er uns nicht geben will. Hier sind nur die Papiere. Wähle die Schädelsäge und öffne den Schädel. Scalpel. Nee. Hier blinkt aber nichts und hier ist nichts. Das sind nur Akten. Skalpell und so weiter, aber das sind die Sachen, die wir eigentlich schon haben. Moment. Hier im Dunkeln liegt eigentlich eine Säge. My old but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Da werden die Leichen gekühlt. Das heißt, da kann es auch nicht sein. Das sind anscheinend die bearbeiteten Fälle. Ach, oh, ja, es tut mir leid, ich stand gerade so richtig auf den Schlauch. Okay, die ganzen Werkzeuge sind ja hier drin. Oh. The cut is made from ear to ear. Achso, ich muss in der Mitte bleiben, okay. After which, we remove the skin and the top of the skull. Ja, genau, wir nehmen das ganze Gehirn raus. We can see that the brain's cerebral gyri in both hemispheres are symmetric. The brain looks good. Let's take a cross-section. Boah, ist das wabbelig.
wo willst du dir das denn jetzt angucken? Achso, verlasse den... Some pathologists prefer to examine organs without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. Verlasse den Leichnam. Seziere das Gehirn am Schneidebrett. Hier war doch... Hä, war hier nicht noch ein Brett? Ach so, da. Holding a long, narrow blade knife in the dominant hand, we slowly cut the cranial nerves on both sides, all the time pulling the brain towards us. Ich habe jetzt nichts verstanden. I need my pills. Okay, er braucht seine Tabletten, verstehe ich, aber ich kann hier nichts... Oder muss ich die mittlere Maustaste? Nee. Ich kann auf jeden Fall gerade nichts machen. Ach, my head. Oh, I can't think straight. Pills. Where are my pills? Ja, ich würde dir deine Pillen holen, aber du lässt mich hier nicht raus. No, 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 no. Everything is spinning. Pills. I have to take pills. Pills. I need my pills. Wir haben es ja langsam verstanden. Soll ich abwarten? Weil wenn ich was klicke, sagt er immer nur, er will seine Tabletten haben. Aber ich komme hier nicht raus. Das ist das Problem. Ach, my head. Oh, I can't think straight. Pills. Where are my pills? Werkzeuge komme ich jetzt auch nicht drauf. Ich kann gar nichts machen gerade. I can't... Okay, also linke Maustaste kann man vergessen. Pills. No. Ja, ja, ja. No. Pills. I need. Mausrad kann ich weder drehen noch drücken. Oder Moment. Ach, man muss mit der Maus sich bewegen. Wieso steht denn da unten aufschneiden? Oh, hätten sie auch reinschreiben können, dass man die Maus bewegen muss. So far, so good. The hematoma seems to have had no effect on the brain. Kehre zurück zur Autoption. Nee, ich gucke erstmal, ob ich meine Tabletten finde. Moment. Das Bad war hier. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist. Also ich nehme mal an, dass dieser Gruseleffekt wahrscheinlich daher kommt, wenn die Tabletten quasi nachlassen. Kehre zurück zur Autoption. Achso, da. We can rule the fatal accident out as well. Schließe Sturz als mögliche Todesursache aus. Okay. Können wir das nicht einfach machen, indem wir draufdrücken? Brain is in good condition, so we have no choice but to proceed to the internal examination of the other organs. I grab a scalpel from my kit. Wähle das Skalpell und beginne mit dem Schneiden. Ja, dem Schneiden von was? The incision should be in the shape of a letter Y. We use a deep cut to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. Alright, now we peel back and separate the skin. Mit einer freien Hand kann man ja auch eine Hand einstellen? Ja, das war Nadel. Okay, so. Kann ich ah, doch, das kann ich. Now we need to remove the ribs. We'll need the loppers for this. Jack the Ripper, schneide die erste Leiche auf. Das ist ja nicht mal eine coole Errungenschaft. Wähle die Astschere und entferne die Rippen. Astschere. Ach so, die. Okay, ich dachte eigentlich immer, es wird... Quite a satisfying crunch, for some anyway. After removing the cartilage tissue, we instantly notice two things. Firstly... There is no congestion of the internal organs. This means that although the deceased was hypothermic,
It didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look at those lungs. Hm. Sieht man an der Farbe, ne? Bei Frauen übrigens auch, habe ich mir damals mal sagen lassen, wenn Frauen stark rauchen und Kinder kriegen, die Plazenta, wenn die so richtig dunkel ist, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Also beziehungsweise daran sieht man halt, dass man viel zu viel geraucht hat. We can see widespread black and tarry deposits caused by smoke. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Alice smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? Lungs. Yes. Advanced inflammation. Fortgeschrittene Entzündung. Na gut. Kommentar, Lunge mit fortgeschrittener Entzündung steht nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Verstorbenen. What now? The syringe. Now's a good time to collect some, specifically 3-5 milliliters from the left ventricle should do it. Vitreous humor analysis is very useful in indicating long-term alcohol abuse. Also ist mir alles egal, aber geh mir nicht auf die Augen. 10 milliliters of fluid. Now we take our samples to the centrifuge. But before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double check the settings. Aus dem Büro. Okay. Please excuse me while I run and fetch it. Ich warte ja immer noch darauf, dass irgendetwas passiert. Dass mir gleich irgendwie, keine Ahnung, ein Toter beim Weg läuft oder sowas. Notizbuch, ist das das hier? This thing is covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. Laufen können wir auch nicht, weil das irgendwas anderes belegt. Let's get back to the examination. Benutze die Zentrifuge. Hallo? Tab? Geht das nur, wenn ich... Achso, geht nur, wenn ich da drin bin. Ach so, ja, ich muss hier die Tests durchführen. Ach, aber nicht hier dran, sondern... We put all of the samples into the rotor. Ich hoffe, ich weiß noch, was was war. Now we set the appropriate time and speed. Okay, stelle die richtigen Werte an beiden Reglern ein und beginne mit dem Mischen. Woher soll ich die Werte kennen? 10 Minuten. 100%, keine Ahnung. Hallo, wo soll ich die Werte kennen? Leute, Moment, Notizen. 5 Milliliter. Geschwindigkeit 70% und Zeit 15. Ah, okay. Also Zeit 15. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da so 15 steht. Okay, let's roll. Starten. My old but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests I need to perform during an autopsy. Oh shit, the fuses again. Dein Ernst? My old but trusted centrifuge. Ideal for all the fluid tests. My own but trusted centrifuge. Ideal. Ja, was mache ich jetzt wegen den Sicherungen? Also wegen den First Aid? Hello? Also da hätte ich jetzt schon gerne Anleitung. Where were we? Oh yes, the blood alcohol concentration. Alter! Sollte er das gewesen sein, der da gerade hinten stand? Hilfe! Let's see what we've got here.
Achso, muss ich die einzeln rausnehmen? Everything separated as it should. Our lab is closed until tomorrow after the last incident. However, considering that Toby's favorite eau de parfum appears to be ethanol, I'm guessing the results won't surprise me at all. Okay, nimm die Proben aus dem Rotor der Zentrifuge. Ich kann hin und her drehen, aber... Achso, ich musste nur rausgehen. Let's go further. We will now focus on the cardiovascular system, specifically the heart. Okay, wir haben ja gelernt, immer auf dieser Seite hier zu stehen. We remove the organ and examine it closely. Beginne mit einer gründlichen Herzanalyse, indem du das Organ... Ach, kann we ich einfach draufklicken, dark, ne? We look for dark hypoxic areas, clots or other elements that stand out as abnormal. At first glance, the heart looks fine. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that would have contributed to Toby's death. Ja, vor allen Dingen sieht das so richtig toll aus, dass überhaupt gar kein Blut da drin ist. Also das verwundert mich jetzt schon. Ich meine, gut, die werden es wahrscheinlich jetzt, ja, ich sag mal, YouTube-freundlich gemacht haben oder spielerfreundlich gemacht haben. Aber normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass man erstmal Blut ablassen muss und alles. Oder er hat das schon gemacht, das kann natürlich auch sein. Gesundes Herz, kein Anlass für Querschnittstests, okay. Now let's take a closer look at the stomach. Size is normal, healthy, pink color. Sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Rüssel oder so. As expected, the stomach has no major external damage. We must now cut it open and inspect inside. Hm. We will do it carefully, so that its contents do not spill out. Achso, liegt schon hier, okay. We open the stomach along the greater curvature, from the heart to the pyloric end. Oh, I already feel like there's something left inside. Oh, auf den kleinen Platz, den ich mit der Maus habe, jetzt so groß zu schneiden, beziehungsweise so weit zu, mit der Maus zu gehen, ist schon heftig. Okay, large amount of gas, small amounts of yellow, grayish food content, resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. Ja, das ist jetzt so der Punkt, wo ich jetzt sage, ich kann mich doch nicht bei echten Autopsien sehen. Ich glaube, der Mageninhalt, der wäre nicht so toll für mich. Two ways here. One is obvious, and the other is, it couldn't have been suffocation, could it? I'll add this to the list and move on to the deceased's neck. Zum Hals. Ich habe gerade Haus gelesen. Ja, ja, Hals. Okay. At first glance, the trachea looks normal. Same result as with the stomach. The external inspection doesn't tell us anything. This time we'll cut on a tray. Ich finde das irgendwie so lustig, dass wir die Dinger rausziehen einfach. Da ist kein Blut, da sind keine Verbindungen, keine Äderchen, kein gar nichts. Und dann schwabbeln die so rum wie Gummi. Das ist irgendwie lustig. Okay, keine äußeren Schäden. Müssen wir hier noch was anklicken? Nee, ne? Weitere Untersuchung erforderlich. Also ersticken würde ich dann... Normalerweise muss ich das noch weiter drehen. Normalerweise ausschließen, wollte ich gerade sagen. Hallo? While cutting such a small organ as the trachea, we must make a precise incision. Seziere. Ach so, auf dem Metallbrett, okay. Here. To be able to cut with the very tip of the blade, we must hold the scalpel as we would a pen. Ja, das ist angenommen, Junge. And after careful examination and deduction, we've got it. A clogged trachea. It's time to summarize the whole thing. Ja, doch, verstopfte Luftröhre, okay. Based on the report and preliminary documentation, it's safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back.
Ah. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. Ja. Todesart dann natürlich. Aber können wir noch nicht draufklicken? Notiere die Haupttodesursache. Wie soll ich das denn notieren? Muss ich da... That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. Ich wollte nicht draufklicken, weil ich dachte, der streicht das dann weg. Okay. Ah, jetzt. Man sollte meinen, ich könnte jetzt auf natürlich klicken, aber ich kann es nicht. Unterschreiben kann ich auch nicht. Rausgehen kann ich auch nicht. Ich habe doch schon die Todesursache entschieden. And now it's all clear. The death was suffocation. Now signature. Ach so, dann, verstehe. Unter natürliche Todesursache wird dann wahrscheinlich nur das Alter, sage ich jetzt mal, zum Beispiel gezählt. Unfall wahrscheinlich deswegen, weil das Ganze durch Alkohol jetzt dazu gekommen ist. The mystery is solved. But for us, keine Ahnung. This is not the end. First, the dead body needs to be cleaned up. Eine geile Unterschrift. For this, we will need to close the body and grab the needle. First, we unroll the skin flaps. Den lassen sie jetzt einfach so leer. Sew the deceased back up. Ich hätte jetzt gedacht, dass man zumindest die Organe noch mit reinmacht. Wähle die Nadel. 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 I'm using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Das ist keine Nadel, das ist ein Tacker. Also das hier wusste ich ja, aber dass sie den dann einfach leer lassen, verlassen den Leichnam. Now we say goodbye to the deceased and put them safely in the fridge, ready for the next stage of their journey. Ja, kann ich das dann einfach anklicken? Weil ich kann den doch jetzt nicht ziehen, oder? Achso, so anklicken, okay. God, I'm tired. I'll drop these samples off at the lab on the way to the bar. Gefrorenes Fleisch. Gehe zu deinem Auto auf den Parkplatz. Na gut. I'll call Steven. I don't feel like drinking alone today. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.